So, da sind wir wieder. Neuer Part, neues Glück und wir sind mit unserer Karriere unterwegs und wir haben ein Spinnenproblem. Ein Spinnenproblem. Oh, fick das. Ich hau sie, du brauchst ja nur zwei Hits. Sogar eine One-Hit. Oh, ist das? Ach, jetzt gibt's Energiekugeln. Ah. Nice. Das ist mal echt ein geiles Spiel, dass das bei jedem neuen Level oder Abschnitt den... Das ist ein anderes Einbau. Ach du Scheiße, macht die Damage. Weißt du, was das gerade ist? Nee. Schau dir mal dieses Ding an. Skyrim? Nein, ich will aber. Gegenstände anlegen. Ja. Jede Menge sogar für die 10. Haufenweise Monster kommen auf mich zu. Ja. Ich spiele gerade Diablo. Stimmt. Ach, wie krank. Und da ist schon wieder der Pfeil. Und da ist schon eine Truhe. Kettenkombo-Treffer. Greifen. Ach du Scheiße! Und Gold! Ich liebe es! Ey, ohne Scheiß. Das war mal eine richtig geile Idee, Fall. Ey, und ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Ja, aber auch stimmt, die Kugeln, das ist tatsächlich Diablo-Stil. Scheiße. Und die Kamera hat sich auch ein bisschen an den Winkel angepasst. Ja. Oh nein, Loot! Du hast eine Halskette bekommen. Guck mal eben in dein Inventory. Halskette des Adlers plus 2 Ausweichchance. Geil! Ey. Oh mein Gott! Warum hast du jetzt kein Herz dazu bekommen? Weil ich nur 20 TP dazu bekommen habe. Ach so. Ich weiß ja nicht, wie viel ein Herz ist. Ah, Argument. Ey, fehlt noch eine Hungerleiste oder so. Ja. Ey, dann wähl mal Karl-Heinz aus, wenn du kannst. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie es funktioniert. Nein. Verdammt, hätten wir lesen sollen. Wollen wir das machen ganz einfach, wir haben es ja aufgenommen. Machen wir kurz Pause. Ja. Jo, wir haben kurz nachgeguckt, im Video stand jetzt leider nichts bei. Na gut, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ja. Oder an eine Stelle. Hier vielleicht wieder? Lebensbalken, ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Okay. Ach. Ah, deswegen die Und Kugel. Wieder dieser Pfeil. Und da unten! Ja. Ach, ich geh kaputt! Ich will nicht mehr! Oh Mann, ey. Ich will immer wieder! Ich muss nochmal genau checken, wie der Typ heißt, der dieses Spiel entwickelt hat. Ey, der. Der kriegt eine Mail. Ja. Ne, hier, Homer J, hier hast du deine Innovation. Das ja, ist mal was. Das schicken wir dem mal. Ich meine, es gab's zwar alles schon so mal, aber. Aber in Summe. In jedem Abschnitt wirklich die Engine wechselt. Das. Oh. Und das, die Spielidee irgendwie. Also das Grundprinzip. Das Grundprinzip bleibt gleich, aber. Gießt das Handgelenk treu. Die Stars. Plus 10 Meuchelschaden. Schön. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Ach, an der Nähe von einem Licht, an einer Lichtquelle oder nicht? Ach, wie nice. Wie kommt man nur auf sowas? Es ist urepisch. Auf jeden Fall. Und die Gegner sehen auch nur so ein bisschen aus wie Bibor. Also Pokémon ist ja auch ein bisschen reingeflossen. Ja, Pokémon ist ja auch ein Rollenspiel. Ja, klar. Das erste, das ich wirklich gespielt habe. Wo ich auch kapiert habe, worum es geht. Nicht mehr von der Seite und so. Ach du Scheiße, Elementar Mages. 40, okay. In his face, ey. Was für ein Face? In sein Gesicht. Ach so.
Okay, da kann ich hier ja, genau. Mal nach oben noch. Es macht die Grafik auch gleich wieder viel hübscher als mit dem Licht. Ja. Ey, wo entwickelt... noch eine Kiste. Ah, dann schaue ich nochmal kurz dahinter. Ja, genau. Aber auch der Dungeon-Aufbau. Wenn es so läuft, sieht man da ihre Unterhose? Nein. Doch, da ist doch was Rosen... Schau mal, da. Ja, vielleicht. Ja. Ja, ich sehe es, aber es interessiert keinen. Ey, wenn es an japanische Rollenspiele angelehnt ist, dann gibt es auch Fanservice. So. Ja, ist ja gut. Blut. Was sagst du so leicht? Wird die gesperrt? Mit einem Speer ist das schwer. Gürtel der Legende. Was bringt der? Rackergeschwindigkeit. Okay. Da ist irgendwie nix. Da ist noch so ein Plan 1. Steinbrecher. Ah, ist gar nicht so einfach. Ja. Okay, was bringt der Steinbrecher? Schauen wir mal ins Inventory. Oben. 300 Schaden an Stein und Mauern. Ah! Okay. Flederratte. Ist auch schön, dass die Gegner immer wieder mal kommen. Also. In den verschiedenen Dingern, ja. Ach, zu was. Der Geist des Typhon. Ah ja, aber langsam kriegt man auch Dings dazu. 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Ah ja. Jetzt ist dann die Frage, was dazu gehört genau. Ach du meine Güte, noch eine Kiste. Die war aber perfide. Ja. Karte Doppel. Ah. Nice. Ja, er hatte mich schon gefragt, wann da mal wieder welche kommen. Okay, dann kann ich jetzt da hoch. Also nett, dass jetzt auch der Kristallangriff da drin ist. Ja. Sie müsste irgendwie auch healen können. Ja. Die Tränke müssten da irgendwas bringen oder irgendwie so. Das ist sowieso das Merkwürdigste überhaupt von den Tränken. Kann ja nicht wechseln und nix. Naja. Dann finden wir noch. Er geht ja noch mit den HP, also. Sieht zwar schlecht aus, aber ist es nicht so wirklich, kommst du relativ durch. Ja. Ja, jetzt kommt noch eine Kiste, was kommt jetzt? Jede Kiste ist wie Weihnachten. Maussteuerung. Yeah. Wenn das wirklich so ist. Dynamische Beleuchtung. Uh-ha. Oh ja, Zeit mit einer Waffe Funken sprühen zu lassen. Ach du. Ach, geil. Ey. Hast du eben gesehen, wenn du haust? Ja. Oh mein Gott! Oh. Da noch nicht speichern. Ah. Okay, ja. Ja, fortfahren bitte. Ja, versuchen wir da irgendwie rauszukommen. Ah, ah, siehst du mal. Dacht's mir fast. Okay, dann ist er nicht schlecht. Ah, die machen mal böse Damage. Ja, Zauberer ist das hier. Ja gut, konnte man jetzt nicht ahnen. Und dann mal gucken. Es geht ja. Und es ist auch fairer, jetzt nochmal speichern und dann alles im grünen Bereich. Ah! Ah, hier, die fahren! Ein bisschen WoW-mäßig Horde. Geil! Sehr nice. Gucken wir mal ins Inventory. Genau, da haben wir was mit Feuerring. Plus 5 Feuerresistenz. Ah ja, das ist gut. Jetzt kommen keine Feuergegner mehr. Natürlich nicht. Stimmt, das erinnert sich ein bisschen an WoW. Von der Grafik möchte ich fast sagen. Ah ja, gut, soweit wir das kriegen. Meine Fresse, wir haben eine Map. Alter. Oh, und da sehe ich gleich, hier ist ein Haus. Biegt an der nächsten Ecke links ab, alles klar. Wo ist eigentlich der gute alte Bogen hingekommen? Den hat ja. Karl-Heinz.
Ja, okay. Hey. Aber da ist der Zauber von ihr. Schon recht praktisch, ja. Was gibt's jetzt? Noch ein Stern? Stern, ja. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Also sie auch richtig schön animiert. Ja. Was da noch was? Nee, nur eine Vase. Kann man ja auch nicht mehr kaputt machen. Nee, man kann nur diese braunen Tonkrüge kaputt machen. Ja, Unterschied zwischen Vase und Tonkrüge. Ja, obwohl in Diablo konntest du auch Tonkrüge kaputt machen. Naja. Aber das habe ich noch nicht freigeschaltet. Achso. Ja, klar. Ey, gibt's dann nachher einen zweiten Teil dann von Skyrim hoch? Mehrere Opfer, wenn ich nach einem Amoklauf zumute ist. Okay. Nicht sicher. Oh. Angriff ist also ein bisschen Multikill. Ja! Ach nee, das glaubst du alles nicht. Und wieder die Gumbas da, Tombas. Ach, das ist so schön. Ey, ich fühle mich gerade wie bei hier Expendables gucken. Einfach alles Epische zusammen. Multikill. Yeah. Monsterkill. Nee. Double Kill, Multikill, Ultra Kill, Monsterkill. Unstoppable. Nee, das war bei den Killstreaks. Achso. Rampage. Was war noch? Ja. Also, weit in 5 bin ich nie gekommen. Nein. Da unten noch was? Ja, guck lieber noch mal in die Ecke rein. Sieht so eckig aus, als wenn man noch was steht. Nee, doch. Ja, nee. Nee. Schade. Ey, jetzt mit einem Minimap, ich glaub's einfach nicht. Das ist super. Nuss. Ja, dafür leuchten die Gegner. Scheiße, boah, was kommt da oben an? Oh, fuck! Oh. Amoklauf! Geil. Godlike! Ja! Nee, Kacke! Also wieder feste Mann. Es fehlt ja noch so ein bisschen Verteidigen. Jetzt haben wir da Drakas Armbinde. Verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Ja und? Das ist mir wert. Ring des Glücks. Loot-Serie. Oh, scheiße. Kugeln sammeln. Jetzt kriegst du Godlike. Jetzt musst du ans Doppelbild kommen. Amoklauf. Was können wir jetzt? Du hast wieder das eingesammelt. Ring des Glücks. 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen. Und was haben wir hier? Knieschützer des Arthritus. 10% Beutelsammelgeschwindigkeit. Und da oben ist noch eins. Ne, das war... Ah nein, Steuernzeichen-Ohrring. Nur Eisverteidigung auf Ohren. Ja, schön. Ey, nicht nur, dass das Spiel insgesamt vom Design lustig ist. Es ist auch amüsant und parodietechnisch halt super. Helm des Zwielichts oder so. Helm des Zwielichts. Topmoderne, solarbetriebene Helm. Verleiht seinen Träger Nachtsicht. Ah. Und neue Kiste. Was gibt's? Stern. Oder Karte. Stern. Ey. Du bist jetzt aber ziemlich weit fortgeschritten mit dem Stern. Na, 17 schon. Okay. Da gibt's sicher noch eine zweite Runde zum Durchspielen oder irgendwie sowas. Bestimmt, ja. Dann von Anfang an mit allem. Ja, irgendwie sowas. Und da dann trotzdem wieder Neues. Ach. Hey. Boah. Gegnerhorden. Unaufhaltsam. Unstoppable, da war's. Abenteuergeist. 10 Draufgängertum. Ja, der Hammer, der aufhaltbaren macht. Ja. Das ist so geil.
kleinen Fingerhut des Flammenriesenponys. Frag lieber nicht. Ah, wo ist der Timer? Ja, dann noch die zwei Spinnen und dann. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt kommen sie in Endlosschleife, ne? Ist klar. Ja. Alles klar. Oh. Ach, das ist doch nicht zu glauben. Multikill. Achso, und Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren. 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beibekleidung beweist außerdem euren Wert. Ah, ja. Ja, dann. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.